Hallo, ich bin's der Matthias. In diesem Video geht es um meine neuen Mitbewohner. Und zwar die Salamandra. Das sind Feuersalamander. Ich habe da 4 Stück bekommen. Und sie wohnen ungefähr seit 4 Tagen bei mir. Jetzt hatte ich genau die Giftdrüsen am Kopf. Das sind die dunklen schwarzen Punkte. Und auch an der Wirbelsäule entlang sind diese auch. Heute werde ich sie füttern. Ich biete ihnen mal einen Regenwurm an, mal schauen, ob das klappt. Ah, er hat schon zugebissen. Nach dem Regenwurm, also er hat schon Hunger. Aber er kämpft noch mit dem großen, langen Regenwurm. Ich glaube, dass er etwas zu groß ist. Mal schauen, wie er es noch packt oder wie er es noch packt. Er hat ein Stück abgebissen. Es war ihm wohl zu groß. Wir können probieren was kleineres. Einen frisch gehäuteten Mehlwurm. Ah, die Interesse ist schon da. Da steht ein anderer. Kommt aus dem Moos heraus. Nicht in das Moos beißen, kleiner. Na, was ist denn los? Ach, jetzt hat es geklappt. Sie haben eine wunderschöne rot-orange Färbung. Denn unsere heimischen Feuersalamander sind ja eher in Gelb. Das ist etwas sehr Seltenes. Steht auch unter Naturschutz. Und werden gerade bedroht von einem Pilzbefall. Das ist eigentlich schade. Jetzt probiere ich nochmal einen Regenwurm. Nein, eine Mehlwurm, besser gesagt. Ah, muss ich mal. Ah, das war schon gut gemacht. Na, es klappt doch. Sie haben sich bereits schon gut eingelebt. Tagsüber sind sie versteckt im Moos und dann abends, so gegen 17 Uhr, kommen sie dann raus so langsam, gehen auf Erkundung und schauen, was es Neues gibt in ihrer Fauna-Box. So die sehr süße, kleine Kobolde, sage ich immer. Mal wie er mich anschaut, oder euch anschaut. Und jetzt schaut er mal die Färbung. Das ist ein Knaller, oder? Okay, ich lasse das Video weiterlaufen, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Es wird auch später noch ein Haltungsvideo geben dieser wunderschönen Amphibien. Sonst see you later, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.